Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, heute das Thema Telefonakquise im Geschäftskundendienst, Außendienst, respektive ja, generell, wenn du Geschäftskunde bist und du akquirieren möchtest, um deine Dienstleistung respektive deine Produkte an Geschäftskunden zu verkaufen. Genau, da gehen wir jetzt mal drauf ein, wie die Telefonakquise, die Kaltakquise im B2B-Bereich so stattfindet. Und by the way, kurz vorweg, die Kaltakquise im B2B-Bereich, also von Geschäft zu Geschäft, ist erlaubt. Das ist auch juristisch und gerichtlich vom Bundesgesetzhof in Karlsruhe betitelt worden, dass ein Geschäftskunde mit einem Geschäftskunden über die Telefonakquise Geschäfte machen darf. Erstmal dazu zu dem, ja, unserem DSGVO. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Dazu werde ich auch noch mal ein separates Video machen. Aber jetzt geht es erstmal um die Kaltakquise am Telefon als Geschäftskunde. Wie machst du diese Kaltakquise im B2B-Bereich denn wirklich so erfolgreich? Erstens mal brauchst du hier so einen Leitfaden, wo halt so ein paar Basics draufsteht. Na, natürlich solltest du diesen Leitfaden nicht ablesen, sondern auswendig kennen, wie ein Schauspieler sein Drehbuch auch kann. Denn ein Schauspieler kann ja auch seinen Text, was er vor der Kamera spricht, auswendig und liest ja auch nicht ab. Das solltest du bei der Telefonakquise kalt am Telefon auch machen und nicht ablesen. Viele Callcenter-Agents, Agenten, haben hier so einen Leitfaden, aber die lesen das ab. Das hörst du an der Stimme. Und das hörst du auch an ihrem Wording, wie sie das ablesen. Weil Stimme ist doch schon ein mächtiges Tool und es wirkt als anders, wenn man diesen Leitfaden auswendig weiß oder wenn man ihn abliest. Und es fällt doch den meisten sehr schwer, richtig erfolgreich in der Kaltakquise im B2B-Bereich Geschäfte kalt am Telefon abzuschließen. Egal, ob es jetzt ein Produktverkauf ist, Dienstleistungsverkauf ist oder sogar ein Terminverkauf ist. Die meisten verkaufen ja gerne Termine, um das weiterführende Produkt dann während des Termins mit dem Geschäftspartner, mit dem neuen Geschäftspartner respektive zu besprechen, zu schauen, ob auch der es benötigt hat. Aber hier gehe ich mal ins Detail rein. Und zwar die Kaltakquise, die meisten Firmen oder Unternehmen machen ja noch die Kaltakquise. Ne? Und wie gesagt, es ist ja noch rechtlich alles erlaubt. Und hier gibt es Beispiele. Beispiele, wie du es nicht machst und wie du es machen solltest. Und zwar die meisten rufen an und pitchen direkt auf ihr Produkt, auf ihre Dienstleistung. Erstmal No-Go. Auch hier in der Kaltakquise geht die Bedarfsanalyse vor. Wo und was und wie und für was benötigt dein Gegenüber deine Dienstleistung oder dein Produkt. Mach das genauso, wie du es jetzt schon machst auf Social Media. Bedecke und entwecke deinen Bedarf auf deine Dienstleistung, auf dein Produkt. Und danach kannst du dein Produkt respektive deine Dienstleistung pitchen, respektive zu einem Termin kommen, ohne die Bedarfsanalyse zu machen in der Kaltakquise ist No-Go. Gleich das Produkt zu pitchen in der Kaltakquise, no.
Deshalb gehst du lieber, das ist mein Ernst, auf die Bedarfsanalyse ein und gehst mit dem Gegenüber Step by Step deine Merkmale nutzen auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung ein und fragst ihn alle Sachen ab. Ne? Die W-Fragen und die offenen Fragen, ob er wirklich da interessiert ist und wie er daran interessiert ist. Weil du musst mehr fragen wie dein Gegenüber. Das ist erstmal der Fakt. Ja, und da gibt es einige Formulierungen, ne, wie man das macht. Ich mache es sehr gern, wie gesagt, mit der offenen Fragetechnik, respektive mit der Alternativfrage. Ne. Ich frage erstmal mit einer W-Frage und dann kommt die Alternativfrage gleich im Nachgang. Ne, und guck, ob ich gleich mit einem Merkmal meines Produktes, meiner Dienstleistung dahin gehen kann. Ne? Und danach kann ich auch den Termin verkaufen. Ne? Bei mir ist es halt ein bisschen was anderes, weil ich da im anderen B2B-Geschäft tätig bin, mit der Erwachsenenbildung. Da gucke ich halt wirklich nach der passenden Stelle, respektive nach den passenden Firmen. Genau. Und dazu habe ich auch so eine kleine Checkliste angefertigt. Wenn du die haben willst, musst du einfach in den Shownotes reingehen und diese runterladen. Genau. Natürlich im Austausch deine Daten. Das wollte ich gerne noch mit dir teilen. Und ja, wenn du mehr wissen willst und wenn du mehr erfahren willst, dann hinterlass gerne ein Like und gerne auch einen Kommentar. Und abonniere gerne auf meinen Kanal. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.